Weil im Sprint ist der Stopp so entscheidend und das sind Bruchteile von Hundertstel Sekunden, die man ja eigentlich so im Bewusstsein kaum wahrnehmen kann. Und da muss man sich völlig darauf konzentrieren. Also ich merke nur noch, dass ich hochgehe und den Start, ich glaube, den nehme ich noch wahr und dann schon gar nicht. In diesem Jahr bin ich eigentlich sehr ruhig gewesen. Im Verhältnis, für meine Verhältnisse sehr ruhig gewesen. Und ich habe an dem Tag eigentlich ganz normal begonnen und Fernsehen geschaut, den ganzen Vormittag vor Wettkämpfen in Helsinki. Habe Mittag gegessen, gemeinsam mit meinem Trainer. Der war ja, glaube ich, noch aufgeregt als ich. Der hat gar nichts gegessen. Ich konnte ja wenigstens noch essen. Es fing eigentlich erst an nach dem Semifinale. Da kribbelt es dann schon wieder, weil ich mir dann eigentlich ganz fest vorgenommen hatte, diese Weltmeisterschaft zu gewinnen. Da kam die richtige Aufregung. Man freut sich riesig darüber, dass sich die harte Arbeit der letzten Jahre doch gelohnt hat. Ein Athlet alleine wird nie Weltspitze werden und ein Trainer ohne gute Athleten auch nicht. Das ist ein wechselhaftes Verhältnis, wobei jeder seinen Teil dazugeben muss.